Hallo und willkommen zu einer Yoga-Einheit, in der wir uns heute auf den Rücken, die Schultern und den Nacken konzentrieren werden. Du kennst es ganz bestimmt. Du hast eine kleine Verspannung in den Schultern und im Nacken. Vielleicht fühlt sich die Brust ein wenig eng an. Und innerhalb von Stunden wächst sich diese kleine Verspannung zu einem riesen Schmerz aus. Wir stellen alle Bewegungen ein und finden irgendwann in eine Schonhaltung. In diesen Momenten wäre ganz achtsame, sanfte Bewegung und Mobilisation sehr, sehr hilfreich. Und genau dazu lade ich dich heute ein. Fühl dich also frei, dich in den Asanas zu strecken und zu regeln und so zu bewegen, dass sich's für dich gut anfühlt. Wir werden ganz frei durch die Asanas fließen, natürlich auch den Rest des Körpers ein wenig in Schwung bringen. Und Hilfsmittel brauchst du keine. Wenn du also Lust hast, lass uns loslegen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Zu Beginn finde einmal in eine angenehme Sitzposition. Vielleicht hast du dein Steißbein mit einer Decke unterlegt. Dann leg deine Hände entspannt auf den Knien ab. Lass uns gemeinsam ankommen. Schließ für einen Moment deine Augen. Nimm hier dein Fundament wahr in der Matte. Finde bereits hier eine aufgerichtete und große Haltung. Die Schultern ganz entspannt. Und dann greife hier den Rhythmus deines Atems auf. Und komm an mit 3, 4 tiefen Atemzügen. Gerne atme tief und lass vielleicht mit der Ausatmung Spannung los. Und letztes Mal. Gerne lass die Augen geschlossen, wenn du spitzeln möchtest, und öffne deine Augen. Für die erste Asana lass deine Arme ganz entspannt hinter deinen Oberschenkeln Richtung Boden fallen. Richte die Wirbelsäule lang und groß auf. Atme hier ein, atme aus und leg dein rechtes Ohr entspannt auf deine rechte Schulter. Dein Gesicht zeigt ganz gerade nach vorne. Und so schieb jetzt deine linke Hand noch ein wenig deutlicher Richtung Boden. Bau hier Spannung auf in deiner linken Nackenseite. Und dann atme. Achte darauf, dass auch deine andere, in dem Fall die rechte Schulter, ganz entspannt ist. Der Oberkörper aufgerichtet. Und dann spiel so ein bisschen mit der Position deines Kinns. Vielleicht schieb's einmal Richtung Himmel. Dreh den Kopf, gerade so, wie es für dich perfekt ist. Und dann atme. Und wenn sich's für dich gut anfühlt, könntest du den Nacken ein wenig mobilisieren, indem du hier ganz achtsam den Kopf ein wenig drehst. Sei lieb zu dir selbst. Und dann nimm hier den letzten Atemzug. Löse vorsichtig die Spannung aus dem linken Arm. Hui. Und beweg den Kopf so, wie du es brauchst. Für die zweite Seite nochmal alles entspannen. Lass die Arme locker hängen. Einatmen, lange Brustwirbelsäule. Mach den Hinterkopf lang. Atme aus und leg jetzt dein linkes Ohr auf die linke Schulter. Linke Schulter entspannt. Bring ein wenig mehr Spannung in die rechte Seite. Schieb die rechte Hand in den Boden. Entspann die Leisten. Und dann atme.
Und such dir auch hier wieder die beste Position für dein Kinn. Und wenn sich's gut anfühlt, beginn hier zu mobilisieren. In alle Richtungen. Achtsam. Letzter Atemzug. Löse die Spannung aus dem rechten Arm. Und beweg den Kopf hier. Vielleicht kracht's und scheppert's. Gut. Und dann lass die Bewegung hier größer werden. Deine Hände sind auf den Knien. Und beginn hier die Wirbelsäule, den Nacken, die Schultern einmal in alle Richtungen zu bewegen. Nimm gerne auch mal den Kopf nach vorne und nach hinten und beweg dich intuitiv. Gut. Und dann finde langsam zurück zur Mitte ins Sitzen. Vielleicht musst du die Sitzposition verändern. Richte dich auf und dann dreh einmal den Oberkörper, leg deine linke Hand aufs rechte Knie. Schau nach vorne Richtung Bildschirm oder was da in vorne ist. Atme ein und heb den rechten Arm Richtung Himmel. Atme aus und zieh den rechten Arm diagonal nach links rüber. Halt dich gut fest am rechten Knie. Einatmen hier, zieh den rechten Arm länger. Atme aus und leg wieder dein linkes Ohr auf deine linke Schulter. Und mach die Kurve hier ganz lang in deinem Körper, die rechten Rippen öffnen sich. Tief atmen. Und dann dreh dein Brustbein mehr Richtung Himmel, um ihr noch schöner zu dehnen. Super. Komm wieder zurück zur Mitte. Atme ein und heb beide Arme Richtung Himmel. Obacht, atme aus. Komm in eine Kaktushaltung, zieh die Ellbogen auf Schulterhöhe. Einatmen, den Ellbogen und Hände weit nach hinten, öffne die Brust hier. Atme aus und streck die Arme wieder, mach dich ein wenig rund im Rücken. Gut, einatmen, richte dich auf. Atme aus, komm wieder in die Kaktusarme. Einatmen, öffne die Brust, nimm die Ellbogen weit nach hinten, Schulterblätter zieh Richtung unterer Rücken. Atme aus, streck die Arme, mach dich hier ein wenig rund in der Brust. Einatmen, richte dich nach oben auf. Letztes Mal atme aus in die Kaktusarme. Einatmen, öffne dich hier. Und atme aus, jetzt greife die Hände und zieh die einmal lang nach vorne, mach dich ganz, ganz rund. Super. Einatmen, streck nochmal die Arme. Atme aus und leg die Hände zurück auf die Knie. Sehr schön. Jetzt dreh den Oberkörper nach links, bring die rechte Hand aufs linke Knie. Leisten, Knie ganz entspannt. Atme ein und heb den linken Arm weit nach oben. Atme aus, zieh den linken Arm weit diagonal nach rechts. Halt dich fest am linken Knie. Einatmen hier, mach dich länger. Atme aus und lass dein rechtes Ohr auf die rechte Schulter sinken. Gut. Spür hier, wie die linken Rippen sich öffnen und dein Brustbein Richtung Himmel zeigt. Naja, so. Dreht ein wenig. Einatmen hier. Atme aus. Komm zurück zur Mitte. Beide Hände ganz entspannt. Beweg die Schultern hier einmal. So, wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann komm bitte für ein kleines Warm-up einmal zum Stehen am Anfang deiner Matte. Hüftbreiter Stand. Hände in Anjali Mudra vors Herz.
Atme ein, heb die Arme zum Himmel. Atme aus, Anjali Mudra noch einmal, Hände vors Herz. Einatmen, heb die Arme. Atme aus, tauch ab in deine erste Vorbeuge. Gerne die Knie ein bisschen angebeugt. Hände aufs Schienbein oder Finger aufgestellt. Atme ein, halbe Vorbeuge. Atme aus, ganze Vorbeuge. Noch einmal einatmen, Ardha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Weil es so schön ist, noch einmal ein, heb dein Herz. Und aus, falte dich. Komm, einatmen, nach oben zum Stehen. Anjali Mudra, atme aus. Einatmen, heb die Hände zum Himmel. Ausatmen, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig nach hinten in deine schiefe Ebene, Bretthaltung. Mach den Bauch fest, Schultern über den Händen, tief einatmen, hier. Atme aus und bring dein Becken nach hinten und nach oben in den ersten Hund. Bleib hier. Finde deinen Atem und jetzt regel dich hier in diesen Hund hinein. Bring die Fersen abwechselnd tief Richtung Boden. Schieb die Hände noch tiefer hier in die Erde. Und dann dreh einmal beide Fersen auf die linke Seite, winkel beide Knie an. Die rechte Hand hebt sich auf die Fingerspitzen, du bist auf den rechten Fingerspitzen. Und jetzt öffne auch hier wieder die Rippen nach oben Richtung Himmel. Tief einatmen, atme aus und dein rechtes Ohr, senkt sich wieder auf deine linke Schulter. Einmal hier einatmen. Und atme aus, komm zurück in Adho Mukha Svanasana. Dreh beide Fersen nach rechts, die Knie weit angewinkelt und komm auf die linken Fingerspitzen. Und jetzt schieb die linken Rippen weit nach oben in den Himmel und lass dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter sinken. Einmal ein hier und atme aus, komm wieder zurück in den Hund. Einatmen, roll nach vorne ins Brett. Atme aus, senk über die Knie auf dem Bauch ab. Einatmen, komm in deine Cobra. Atme aus, hier bleibe. Einatmen, öffne dich weiter nach oben, mach die Brust breit. Atme aus und komm über den Vierfüßler zurück in den Hund. Noch einmal einatmen, roll nach vorne ins Brett. Atme aus, senk ab Richtung Boden. Einatmen, deine Cobra. Atme aus, bleib hier. Und wenn du in ein bisschen größere Cobra gehst, dann schütze die Hände noch tiefer in den Boden, die Füße schieben in die Matte. Einmal einatmen, öffne die Schulter nach hinten und nach außen. Mach die Brust breit und nimm dein Kinn nach hinten. Einatmen, atme aus, komm zurück in deinen hinabschauenden Hund. Letztes Mal, atme ein, roll nach vorne ins Brett. Atme aus, senk auf deine Art und Weise ab. Einatmen, Cobra. Und ausatmen in den hinabschauenden Hund. Lass die Knie hier in Adho Mukha Svanasana ein bisschen angewinkelt. Atme ein und heb dein Becken weit nach hinten. Mach dich lang in den Körperseiten. Mit der Ausatmung senk nicht die Schultern, sondern dein Brustbein, dein Herz Richtung Boden. Noch einmal ein hier, mach dich länger. Und atme aus. Jetzt lauf in kleinen Schritten nach vorne in eine Vorbeuge, Uttanasana. Atme ein, halbe Vorbeuge. Und atme aus, ganze Vorbeuge. Komm ein, atme nach oben zum Stehen. Obacht,
Atme aus, nimm die Hände in den Flechtgriff hinter den Rücken. Knie weich. Einatmen, öffne hier die Brust, nimm die Schulterblätter weit nach unten. Atme aus und komm nach unten in eine Vorbeuge. Zieh den Flechtgriff über den Kopf. Und dann streck die Beine so weit, wie es dir hier möglich ist. Zieh deine Schulterköpfe weit nach oben Richtung Himmel. Spür, wie der Nacken hier freier wird. Vielleicht beweg den Kopf ein klein wenig. Ganz entspannt hier. Winkel dein linkes Knie an und bring die linke Schulter nah zum linken Knie. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Atme. Heb auch hier die Schultern Richtung Himmel. Komm einatmen, zurück zur Mitte, beide Beine lang. Atme aus, rechte Seite, rechtes Knie Winkel an, bring die rechte Schulter nah. Einatmen, befreie den Nacken hier, mach die Arme lang Richtung Himmel. Und dann atme aus, komm zurück hier, beide Beine lang. Beginn die Beine anzuwinkeln, komm einatmend nach oben, heb die Arme zum Himmel. Atme aus, Hände in Anjali Mudra. Sehr, sehr gut. Hoppala. Einatmen, heb die Hände weit nach oben. Atme aus, nochmal die Hände in Anjali Mudra. Und jetzt verlagere dein Gewicht nach links und nimm einen großen Schritt mit rechts nach hinten in den Ausfallschritt. Einatmen, heb die Arme. Atme aus, Hände zum Boden, steig nach hinten in den Hund. Einatmen, roll nach vorne, Bretthaltung. Ausatmen, senk auf deine Art und Weise ab. Einatmen, Cobra. Und ausatmen, zurück in den Hund. Lauf in kleinen Schritten nach vorne, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben zum Stehen. Anjali Mudra, atme aus. Verlagere dein Gewicht nach rechts. Großer Schritt mit links nach hinten in den Ausfallschritt. Atme ein, heb die Arme. Atme aus, setz die Hände, steig nach hinten in den Hund. Super. Atme ein und heb dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Atme aus, rechtes Knie zur Nasenspitze, mach dich klein. Einatmen, heb dein rechtes Bein. Und dann obacht, atme aus und setz den rechten Fuß weit nach vorne zwischen deine Hände. Löse die Finger, komm wieder zurück in den Ausfallschritt. Atme aus und setz dich tiefer. Super. Und jetzt nimm die Arme weit nach oben, tief ein. Atme aus und dreh den Oberkörper ein bisschen nach rechts. Super. Setz die rechte Hand auf deinen hinteren Oberschenkel. Zieh den linken Arm länger. Und jetzt öffne hier die Brust. Lass dein Brustbein Richtung Himmel zeigen. Einatmen. Atme aus und lass dein rechtes Ohr auf deine rechte Schulter sinken. Atme. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Atme aus, linke Hand zum Boden. Komm in einen Twist nach rechts. Einatmen hier. Atme aus, lehn dich in die Schulterblätter und nimm auch deinen Kopf nach hinten. Regel dich, super. Komm zurück, setz die Hände in den Boden, in den hinabschauenden Hund. Obacht, einatmen, roll nach vorne ins Brett. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, komm nach hinten. Atme ein, heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, Knie zur Nasenspitze. Einatmen, heb dich weit nach hinten. Atme aus, setz den Fuß nach vorne zwischen die Hände.
Einatmen hier, komm nach oben. Ausfallschritt. Setz dich tiefer. Arme, Körperseiten ganz, ganz lang. Einatmen hier. Atme aus und dreh den Oberkörper nach links. Ja, die linke Hand leg auf deinen hinteren Oberschenkel. Entspann beide Schultern. Einatmen, heb den rechten Arm höher. Atme aus und senk dein linkes Ohr Richtung linke Schulter. Ja, ganz herausfordernd für die Balance. Heb dein Brustbein höher. Mach dich hier ein bisschen weit im Twist. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, rechte Hand setzt auf. Komm nach links in den Twist. Einatmen hier. Atme aus, lehn dich in deine Schulterblätter. Nimm den Kopf nach hinten. Anstatt zur Decke zu schauen, zeig die Nasenspitze nach vorne. Gut, vielleicht hier beweg und regel dich hier in den Schultern. Hände aufsetzen, steig nach hinten in den Hund. Wir fließen durch ein Vinyasa. Einatmen, roll nach vorne ins Brett. Atme aus, senk ab. Super. Und dann setz deine Fingerspitzen ein wenig breiter nach vorne. Füße fest in den Boden. Atme ein, roll dich auf in eine breite, große Kobra. Einatmen. Jetzt leg die Schulterblätter tief in den Rücken an und bring so dein Herz ein bisschen weiter nach vorne. Und hier gerne beweg den Nacken. Gut. Dann komm zurück hier, setz die Hände auf, schieb dich einmal nach hinten in den Vierfüßler. Und dann lass deine Hüften über deinen Knien. Lauf mit den Händen nach vorne. Anahatasana. Und dann senk dein Brustbein langsam Richtung Boden. Vielleicht setzt die Stirn ab. Und die Hüften immer noch über den Knien. Die Arme lass ganz lang werden. Tief atmen. Entspann die Schultern, lass die Achselhöhlen Richtung Boden fallen und dann krabbel langsam zurück in den Vierfüßlerstand. Stell deinen linken Fuß nach hinten, den rechten dazu in die Bretthaltung. Einmal einatmen hier, atme aus, schieb dich nach hinten in den Hund. Einatmen, lange Körperseiten. Atme aus und lauf wieder nach vorne in eine Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Atme aus, ganze Vorbeuge. Komm, einatmen nach oben zum Stehen. Tauch ab, atme aus und steig nach hinten in den Hund. Einatmen, rechtes Bein heb weit nach hinten und nach oben. Atme aus, setz den Fuß nach vorne. Komm noch einmal hier in Alanasana, Krieger 1 Variation und setz dich tiefer. Und dann nimm die Arme einmal zur Seite und überkreuz deine Arme. Der rechte Arm ist oben, dann schling deine Unterarme umeinander. Vielleicht zeigen die Daumenspitzen zu dir. Atme hier. Ja, wenn es dir zu wackelig ist hier in Sprinter, in Krieger 1 Variation, könntest du es auch im Sitzen machen. Atme hier einmal ein. Atme aus, heb die Ellbogen höher
Und vielleicht kommen so eine Mini-Mini-Rückbeuge. Spüre die Schulterblätter sich auseinanderziehen, indem du deine Ellbogen noch höher hebst. Entspann den Nacken dabei. Löse die Arme. Setz die Hände zurück in den Boden. Adho Mukha Svanasana. Andere Seite. Einatmen, heb dein linkes Bein weit nach hinten. Atme aus, setz den Fuß nach vorne. Komm einatmen, nach oben zum Stehen. Atme aus. Gut. Nimm die Arme seitlich. Setz dich schön tief hier in Krieger 1. Überkreuz wieder deine Arme. Der linke ist jetzt oben. Und umgreife hier deine Unterarme. Oder so, wie es für dich geht. Einatmen, Wirbelsäule länger. Atme aus, heb die Ellbogen höher. Mini-Rückbeuge. Und auch hier regel dich in Nacken und Schultern, so wie es sich gut anfühlt für dich. Tief atmen. Löse auf, komm zurück in den Hund. Nein, nicht in den Hund. Atme hier einmal ein, atme aus und steig nach vorne. Zurück in Uttanasana, Vorbeuge. Gut, atme. Lass einmal alles schwer nach unten hängen. Und dann greif dir mit deiner linken Hand zum rechten Außenknöchel. Nimm die rechte Hand einmal nach hinten aufs Kreuzbein. Und lass dein linkes Bein gestreckt. Das rechte Bein winkel ein bisschen an. Heb dein Herz nach vorne und twiste den Oberkörper nach rechts. Probier hier beide Schultern übereinander zu bringen. Heb den rechten Arm Richtung Himmel. Tief atmen. Und auch hier beweg den Nacken und die Schultern ganz so, wie du es brauchst. Mach dich gern mal lang hier im Hals. Nimm die Schulterblätter nach hinten. Einmal Seitenwechsel. Rechtes Bein hier ganz lang und gestreckt. Linkes Bein winkel ein bisschen an. Greif mit der rechten Hand zum linken Außenknöchel. Und dann heb dein Herz nach vorne. Twiste den Oberkörper nach links. Atme. Und dann nimm den linken Arm zum Himmel. Und schau am besten nicht Richtung Decke, sondern nach vorne. Schon hier den Nacken. Atmen. Gut. Nochmal ein hier. Und dann atme aus. Falte dich wieder hier in eine Vorbeuge. Vielleicht so ein bisschen reinbewegen. Setz die Hände in die Matte. Steig nach hinten in deine Bretthaltung. Einmal hier tief ein. Atme aus und senk ab. Vielleicht über die Knie. Superschön. Und jetzt hab die Hände neben deinem Brustkorb, die Unterarme senkrecht. Wir gehen einmal in eine schöne Cobra. Setz deine Füße hier tief in den Boden. Schieb richtig rein in deine Matte. Und dann heb die Schultern ein bisschen Richtung Ohren, bis du merkst, die Körperseiten werden länger. Tief einatmen. Und dann atme aus und komm nach oben in deine Cobra. Schieb mit den Füßen in die Matte, schon den unteren Rücken. Deine Hände ziehen zueinander und nach hinten und ermöglichen dir so, dein Herz noch weiter nach vorne zu schieben. Und jetzt öffne deinen Hals, leg die Schulterblätter tief an dem Rücken, heb dein Kinn. Weniger nach oben, mehr nach hinten. Wie so eine schöne Kobra, die aufsteigt. Tief atmen hier. Letztes Mal einatmen. Und dann atme aus, leg dich langsam ab. Ich zeige es auf der rechten Seite zuerst. Bring den rechten Arm einmal auf die rechte Seite. Die Handfläche zeigt zum Boden auf Schulterhöhe.
Die linke Hand stützt dich neben deiner Brust. Heb dein linkes Bein. Roll dich auf die rechte Körperseite rüber. Deine Schläfe liegt im Boden ab, vielleicht hier mit einem Kissen. Deinen linken Fuß stell hinter dir auf. Und jetzt atme hier in deine rechte Schulter, den kleinen Brustmuskel. Und wenn die Dehnung für dich nicht deutlich genug ist oder da noch sehr viel Spielraum ist, dann komm einmal zurück und winke einmal deinen Arm in Kaktushaltung an und komm dann in die Dehnung. Atme. Und vielleicht nimm die linke Hand auch hinter dich. Ja, denn oft ist auch die Brustwirbelsäule so verspannt, dass sich der Nacken und die Schultern ein wenig mit verspannen. Atme. Und dann komm zurück auf den Bauch, sodass die Seiten tauschen. Nimm den linken Arm nach links auf Schulterhöhe. Heb dein rechtes Bein, roll rüber auf die linke Körperseite. Und wenn die Schläfe hier nicht ganz entspannt ablegt, vielleicht einen Klotz unterlegen oder ein Handtuch, ein Kissen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, die Haltung noch zu modifizieren, indem du hier die Kaktushaltung anwendest. Schöne Dehnung in den Schultern. Und dann vielleicht nimm die rechte Hand mit. Und dann komm zurück auf den Bauch. Und stell einmal deine Unterarme in den Boden. Deine Ellbogen sind unter den Schultern für die Sphinx. Wenn du dir nicht sicher bist, schau mal hin, ob die Ellbogen wirklich unter den Schultern sind. Die Hände schieben in den Boden. Dann lass die Beine hier ganz entspannt. Atme ein, schau einmal zu deinem Bauchnabel. Atme aus und öffne hier den Oberkörper. Heb den Kopf. Ganz aufrecht. Spür, wie deine Schulterblätter sich an den Rücken anlegen. Und zieh hier die Schulterblätter ein wenig nach unten Richtung Boden. Gleichzeitig heben sich die Ohren weg von den Schultern. Mach dich lang im Nacken. Und hier bietet sich auch wieder an, ganz sanft den Nacken zu rollen, zu bewegen. Heb dich gut aus den Ellbogen, aus den Schultern und lass dann zu, dass sich der Nacken so bewegt in alle Richtungen am besten. Wenn du weitergehen möchtest, könntest du die Hände ein wenig breiter weiter nach vorne aufstützen und in den Seehund kommen. Den Kopf hier ganz schwer hängen lassen. Stütz dich gut ab hier. Achte drauf, ob es deinem unteren Rücken gut tut. Ansonsten bleibe in der Sphinx. Hier nutzt nochmal die Gelegenheit, den Nacken, die Schultern zu mobilisieren. Zieh die Schultern einmal nach unten. Gut, und dann löse vorsichtig die Haltung aus. Und dreh dich einmal so, wie du bist, einfach auf den Rücken, komm zum Liegen.
Stell die Füße auf. Die Arme ganz entspannt neben dir, relativ weit weggespreizt. Setz dein Becken 2 Zentimeter nach rechts. Und dann überschlag einmal mit deinem rechten Bein dein linkes. Die Knie berühren sich. Vielleicht fädel sogar am linken Unterschenkel ein. Atme ein, heb hier beide Knie auf Nabelhöhe. Atme aus und leg beide Knie nach links rüber und dreh den Kopf nach rechts. Achte hier drauf, dass der Nacken lang sein darf. Beide Schultern entspannt und geerdet. Lass sich auch den mittleren und unteren Rücken hier entspannen. Und dann dreh zurück zur Mitte. Stell wieder beide Füße auf, Becken mittig. Und dann bring dein Becken 2 Zentimeter nach links und überschlag mit dem linken Bein dein rechtes. Vielleicht fädel ein. Einatmen, heb die Knie ran zum Nabel. Atme aus, leg beide Knie nach rechts rüber. Dreh dein Gesicht nach links. Der Nacken lang und ganz entspannt, beide Schultern geerdet. Dann atme. Lass dich alle Spannung hier in deinem Rücken lösen. Komm auch hier zurück. Stell beide Füße auf, dein Becken mittig. Und dann greif dir mit beiden Händen einmal zum Hinterkopf. Und lass jetzt deinen Kopf in den Händen schaukeln wie in einer Hängematte. Du hältst mit den Händen deinen Kopf. Gib das Gewicht richtig in die Hände. Und dann beginn hier mit den Händen Kopf ganz sanft im Nacken zu bewegen, vielleicht ein wenig anzuheben und probier einmal alle Spannung hier loszulassen im Nacken. Finde für dich, wie groß die Bewegungen in der Hängematte sein sollen. Und dann leg den Kopf sanft zurück zum Boden. Wenn du möchtest, streck die Beine aus. Spreiz die Arme vom Körper weg. Und dann komm in Shavasana, eine entspannte Rückenentspannungslage. Stell sicher, dass dein Nacken jetzt lang abliegen kann. Und wenn du möchtest, nimm dir eine Decke, dicke Socken. Gerne das Video einmal stoppen und dann in eine schöne Endentspannung gehen. So lang, wie du Zeit hast und möchtest. Vielleicht nimm dir noch einen Moment. Vielleicht auch im Sitzen die Augen zu schließen und den Blick nochmal nach innen zu wenden. Und hoffentlich spürst du jetzt eine angenehme Entspannung und Wärme in deiner Nacken-, Schulterregion, der Rücken ein wenig lockerer. Wann immer du Wünsche hast für eine Yoga-Einheit hier, solange wir uns nicht persönlich sehen können, schreib mir sehr gerne, ich freue mich immer. Danke fürs Mitüben, bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf, ganz viel Licht für dich. Namaste.